Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 10. Ich sag mal Magic, aber es heißt ja Magic. Aber da müsst ihr durch. Und so ein paar Eigenheiten, die ich manchmal habe. So. Wir sind auf der dritten Ebene. Oh, wieso haben wir hier hinten schon was entdeckt? Waren wir da irgendwann mal? Seltsam. Dann gehen erstmal hier im Kreis. There are enemies ahead. Aha, aber das sieht wie eine Fallgrube oder sowas aus. Das gefällt mir nicht. Soll der mal näher kommen? Nicht, dass hier noch einer uns in den Rücken fällt. Sehr gut. Sehr gut. Schritte. Ah, und von hier unten kam, glaube ich, irgendwie gerade was raus, ne? Das ist wie bei Legend of Grimrock. Das ist so ein komisches Wesen. Das ist nicht gut. Und fort ist er. Okay, die Mucke geht weiter. Warum? Warum? Wo ist der Gegner? Ah, da seid ihr. Hallihallöchen. Würde ich mal sagen, Fernkampf. Oh, holy crap, wo kommst du denn her? Ach du Jemini. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ich wusste doch, da waren noch mehr Geräusche. Ja, das ist nicht gut. Die machen Vergiftung. Der macht natürlich übelst Schaden. Hoffentlich kriegst du hier seinen Rüstungsschutz, Götter. Nein, abgewehrt. War ja sowas von klar. Tötet den Mistkerl. Ah. Komm, wir brauchen Regeneration. Ah nein, du hättest einen Heiltrank nehmen sollen. Ach komm. Wird schon gut gehen. Hoffe ich. Ja, gar nicht gut. Gar nicht gut. Hier, direkt mal bitte regenerieren. Zing. Da seid ihr wenigstens wieder da. das geht nicht gut aus, glaube ich. Ja, wir brauchen eigentlich den Schattenumhang. Machen mal rein. Immer einen Heiltrank. So, er ist wenigstens wieder da. Los, wieder ein Heiltrank. Ja! Töt ihn! Los! Ah, verfehlt, war ja klar. So. Nein! So, Schluss mit lustig. Noch mehr hier. Euch machen wir jetzt im Fernkampf fertig, ihr Mistsäcke. Oh, ich höre irgendwas rechts von mir. Okay, Fernkampf. Verfehlt. Na super. Regeneration brauchen wir noch nicht. Fernkampf. Du nimmst einen Stärkungstrank. Fernkampf, Fernkampf, Fernkampf. Nochmal umgucken, nicht dass da noch einer kommt. Yeah, level up! Awesome! Was nehmen wir denn da? Mehr Magieschaden. Eigentlich brauchen wir mehr Mana. Aber Schaden ist auch nicht schlecht. Machen wir das mal auf 30 und das auf 31. Magische Foki. Sehr schön. Damit machen wir noch mehr Schaden. Das sollten wir mal maximieren. Wassermagie, mein Schadenszauber. Keine Disziplin. Na, das ist das mit den Widerständen. Das brauche ich erstmal nicht.
ausweichen, weil ich kein Lehrmeister. Dann würde ich sagen, da bin ich schon Experte. Eure Angriff-Magie für Primärzauber steigt um 5, ja. Primärzauber nutze ich eigentlich nur... Ah, okay, das ist nicht schlecht. Mit der Rüstungswert höher kommt, ne? Wir testen das gerade mal. Zack. Das sehen wir nicht, ne? Aber das ist Primär, oder? Primärmagie. Ja, also wir wollen ihn wesentlich mehr kaputt machen am Rüstungswert. Ah, ist immer noch 16. Hat wohl keine weitere Auswirkung. Töten wir ihn. Na, zwei vergiftet. Und das war's. Du nimmst eine Giftheilung. Du nimmst eine Giftheilung. Und wir resten. Au, was haben wir denn hier Schönes gefunden? Bögen. 9 bis 17. Nö. Nö. Handschuhe haben wir alle schon. Beidhändiger Streitkolben. Können wir nicht. Der Dolch ist kaputt gegangen. Müssen wir reparieren lassen. Hier scheint sonst nichts zu sein. Ich will da erstmal nicht drüber gehen. Wir haben ja hier rechts noch einen anderen Weg. Schauen wir mal, ob wir das umgehen können. Okay, hier brauchen wir ein spezielles, speziellen Schlüssel für. Great. I need something to hit. Oh, Magier. Ihr seid gemein. Ich hab nur die Tür aufgemacht. Schon werde ich zugepfeffert. Ja. Oh. Gemein ist das Stichwort, nicht wahr? Das sind eine Menge. Das sind eine richtige Menge. Lassen wir die Maus näher kommen. Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Ich hoffe, das wird ein schwerer Kampf auf Gegner. Hallihallo. Zwei normale Milizen. Fangen wir mal mit euch an. Bäm. Und zwar nehmen wir den da. Sollten ihn schnell down bringen. Ja, Regeneration würde ich gleich brauchen. Also wirst du zuschlagen. Da ist der Zauberer. Jetzt geht's los. Wir sollten den Rüstungswert von ihm runtermachen. Das machst am besten du. Das heißt, du fährst weiter auf ihn drauf. Oh, 95. Feine Sache. Sehr schön. Skrupelloser Zauberer. Nimm das und zerschmetter. Ja, Rüstungsschutz um 20 runter. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir brauchen die Regeneration nicht. Komm. Nein, widerstanden. Ja, warum benutze ich auch Magie gegen ihn? Ich bin so dämlich. Und jetzt kann er nicht mehr die Regeneration machen. Das gefällt mir nicht. So, du bringst die Miliz down. Du schlägst auf ihn drauf. Schlägst. Besser mal auf den drauf. Und du tötest ihn. So, wieder einen Zauber. Und wieder drauf. Und zack. Unaufhaltsam. Genau. Und wieder ein Level Up. Hervorragend. Was machen wir denn da? Bei dir würde ich sagen, mehr Schaden. Du triffst recht gut. Ja. Mehr Schaden. Geist vielleicht auf 10. Und ansonsten mehr Schaden. Was haben wir hier? Schwere Rüstung wirst du gleich lernen. Lichtmagie auf 2, da könnte ich einen Heilzauber lernen, wenn ich das auf Experte habe. Kriegsführung kannst du schon. Mana erhöht sich.
Arm perfektioniert. Dann würde ich sagen, weiter auf Schwert, bis wir da ankommen. Und zwar auf ihn drauf. Und wieder ein Level Up. Hervorragend. Na, bei ihm machen wir... Obwohl, wir brauchen ein bisschen Geist. Sagen wir, bringen das mal auf 10. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Trifft gut. Brauchen ein bisschen Mana. Wer ist dran? Ah, du bist dran. Sehr gut. Hier mit Zerschmettern den Schutz runter zu machen. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Einmal Vergiftung. Ich hätte Gift heilen zaubern sollen und dann müssen wir sowieso resten. Muss ich mal ein bisschen drauf achten. Und wir sollten mal speichern. Das ist immer gut. Okay. Da hinten sind wir noch nicht lang. Ah doch, da war die... Da war der Zuhe... Die Zuhe Tür, wo wir einen Schlüssel für brauchen. Und da ist er schon. Der goldene Schlüssel. Vielen Dank. Halt. Buff. Oh, danke für das. Scheint aber nichts sonst zu sein. Da kommen wir nicht rein. Testen wir mal, ob der Schlüssel da hinten passt. Ja. Nein. Passt nicht. Aber der Tür ging auch nicht. Kann ich gar nichts machen. Kriege ich nicht mal angezeigt. There are enemies ahead. Und direkt ein Zauberer wieder. Die Frage ist, sind da noch mehr? Also, they're flanking us. Ah, was? Man hat die nicht sehen können. Schweinerei! Das gibt's doch nicht. Ich habe doch extra so seitwärts geguckt. Wir haben sich da richtig versteckt. Also müssen wir auf jeden Fall zurück. Wir sind gegen 3 Milizen, einer davon sogar spezial. Aber wir können nicht zurück, ist das Problem. Wir können uns nicht zurückbewegen, weil die im Nahkampf sind. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, was machen wir da? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, du machst mal den Dolch höher. Und gehst direkt mal auf Regenerieren. Die Regeneration. Er ist fast down, aber er auch. Also besser auf ihn. Nein, ich habe vergessen, den Zauber zu machen. Ich bin so doof. Jetzt wird sie drauf gehen und wir können sie nicht heilen. Ah, ich bin ein Dämmel. Wie mache ich das denn? Vielleicht haben wir Glück. Nein, ich wollte mich treffen. Aber Schwein gehabt, sie wurde nicht erwischt. Schwein gehabt. So, zuerst Regeneration. Bevor wir das gleich wieder vermasseln. Da machen wir den Rüstungsschutz weg.
töte ihn. Genau. Stay down. Und los geht's. Okay, der ist K.O. Die zwei schaffen das schon. So, keiner vergiftet. Resten. Darf man nicht vergessen. Wow. Thanks. Eine weitere Truhe. Und ein bronzener Schlüssel. Nein, silberner. Ah, gibt es bestimmt gleich noch irgendwo einen bronzenen Schlüssel. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Das erforscht, ne? Nein. Ist das nicht. Gehen wir mal hier den Weg noch lang. Ja, da wollen wir nicht drüber. Da kamen irgendwelche komischen Tentakelteile raus. Quick Save. Keine Gegner da. Interessant. Die sollen doch bitte mal näher kommen. Hallihallöchen. Ein Zauberer, der sowieso nicht viel aushält. Also, zack. Einmal Rüstungsschutz runter. Dann zuhauen. So, du machst einmal bei allen den Rüstungsschutz weg. Der skrupellose Zauberer, den müssen wir jetzt töten. So, du gehst auf den, würde ich sagen. Ein Elite-Räuber. Und du tötest ihn. Sehr gut. Zuhauen nochmal. Und auf zum nächsten. So, der ist vergiftet. Den können wir vielleicht. Nein, können wir nicht mehr heilen. Du musst einen davon nehmen und resten. Suchen wir den letzten Schlüssel. Was haben wir denn hier? Da ist ein Fass mit pulsierender grünen Flüssigkeit. Also, bisher habe ich mir aufgeschrieben, nur blau für Magie. Die Frage ist, war das pulsierend oder nicht pulsierend? Jetzt haben wir, mache ich eine extra Spalte für pulsierende Sachen. Und zwar grün. Testen wir das doch mal. F5. Erdmagie. Okay. Erdmagie. Grün ist Erdmagie-Schutz. Wahrscheinlich die pulsierenden Sachen sind sehr wahrscheinlich Schütze. Und normale sind die einfach nur hochmachen. Also einfach nur blau ist einfach nur für die Fähigkeit Magie. Müssen wir gerade ein bisschen gucken. Hat auf 7 jetzt. Also ist schon gut geschützt. Muss ja irgendwie ein bisschen so einen Ausgleich bringen, damit die halbwegs gleich sind. Ich sollte mir auch mal merken, dass hier zu und zu. Da müssen wir nochmal hin. There are enemies ahead!
Eine Elite-Miliz. Nimm das. So, würde ich sagen, du gehst auf den drauf. Ah, hat er abgewehrt. Mistkerl. Mistkerl. So. Autsch. Definitiv Autsch. So, versuchen nochmal den Rüstungsschutz zu zerschmettern. Schon wieder abgewehrt. Elite-Zauberer. Hohe Verteidigung, wie es aussieht. So, da war es nochmal für ihn. Ich sollte echt mehr in Magie setzen. Also das ist ja richtig stark hier in dem Spiel. Na komm, dann machst du lieber mal einen normalen Angriff. Und ihn lassen wir mal hier den Rüstungsschutz wegmachen. Widerstanden. Du Mistkerl. Ja, der ist schon nicht ohne. Autschi, autschi. Okay, da hätten wir einen weiteren. Keiner vergiftet. Besten. Wir haben nur noch eins übrig. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. You welcome. Da geht's noch nicht weiter. Wir haben ein Buch. Das müssen wir uns natürlich direkt mal anschauen. Oh, Häuser der Zauberei. Ich würde sagen, wir schauen uns das aber im nächsten Video an. Bis demnächst, euer Chojin.